Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Heute sehr, sehr verspätet. Das Remake zu den Oldenburgern, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie persönlich mega, mega schön. Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon quasi, wo man sich das so ein bisschen angucken konnte, wo sie es angeteasert haben, habe ich schon gesagt, Leute, die werden gut, die sind schön aus, das, was man bis jetzt gesehen hat, und sie sehen schön aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich bislang in der Community mitbekommen habe, gibt es da nichts zu meckern. Also auch von Personen, die normalerweise sehr, sehr kritisch sind, haben aber gesagt, nee, Horse Reality, das habt ihr diesmal alles richtig schick gemacht. Da gibt es keine Mimimi, was wir irgendwie zu meckern haben. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie auch schön. Wir schauen uns jetzt ein paar Farben an. Und vorher schauen wir uns aber noch die neuesten Fohlen an, die gerade geschlüpft sind. Das ist einmal ein kleiner Hengst. Komplette Eigenzucht, der kleine. Nee, nicht komplette Eigenzucht, aber halt hier wieder mit Unterstützung. 770 GP. 5 Very Good und 7 Good. Der kleine wird aber gehen. Den behalte ich nicht. Ich habe bessere Hengste. Brauche ich nicht. Fertig. Als nächstes eine kleine Stute mit 10 Very Good und 2 Good. Ein GP von 782 ist in Ordnung. Ist vom gleichen Hengst. Ich hoffe, dass es ein Rabicano ist, denn die würde ich ganz gerne behalten anstatt ihrer Mutter. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache und wie sie sich so entwickelt. Und zu guter Letzt nochmal ein kleiner Hengst. 785 hat der kleine Mann an GP. Und 6 Very Good und 6 Good. Das ist einmal die Verwandtschaft von dem kleinen Hengst. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ja, ich weiß nicht. 785, ich habe mittlerweile, dadurch, dass ich auch mittlerweile 790 im Stall stehen habe, schwierig, 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 ob ich ihn behalte oder nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Apropos gucken. Wir gucken uns jetzt Oldenburger an. Das ist eine Oldenburger Stute und ich muss sagen, mir gefällt das Modell viel besser als das alte Modell von der Stute. Das ist, weiß ich nicht. Ich finde es einfach viel hübscher, viel ansprechender. Und ja, das ist einmal die Verwandtschaft von ihr. Wie gesagt, mir geht es jetzt nur um die Farbe, nicht um den Verkauf. Es geht einfach nur um die Farbe. Das müsste ein Palomino sein. Ja, ist ein Palomino, so wie ich das sehe. Und eine sehr, sehr hübsche Maus. So, da haben wir einmal die Fohlen. Und da muss ich sagen, ja, habe ich doch ein ganz, ganz kleines bisschen was zu bemängeln. Mir persönlich, nur mir persönlich, gucken die Fohlen zu sehr zur Seite. Also das sieht für mich einfach ein bisschen zu sehr gestellt aus. Wenn der Kopf, also die Schnute ganz klein Ticken weiter hier wäre, wäre es perfekt. Wäre es perfekt. Aber wie gesagt, wir können froh sein, dass die Fohlen so aussehen, wie sie aussehen. Erst habe ich ja gedacht von den Spoilern her, dass die Fohlen das die gleiche Bewegung haben, wie sie vorher auch hatten. Ist dem aber nicht so. Die haben auch nochmal ein neues Bewegungsmodell bekommen. Alles fein. Ja, ist eine Fuchsstute, glaube ich. Ja, ist ein Fuchs. Das ist einmal die Verwandtschaft. Ich sehe gerade, die Mama hat hier auch nochmal so Deppels mit dabei. Hübsch, wirklich hübsch. Was bist du? Was ist das? Ja. Und wieder nicht getestet. Was ist das für eine Farbe? Was ist das? Weil die Oldenburger haben keinen Dan dazwischen. Was ist das für eine Farbe? Kann man das mal irgendwer sagen? Ich würde jetzt auf Buckskin tippen. Aber der sieht ja auch wieder anders aus. Cream. Okay. Das ist eine sehr hübsche Farbe. Leute, wenn das so weitergeht, ne? Ich sag's euch, ich stelle mir wieder Oldenburger in den Stall.
fraglich eigentlich jetzt nicht so vor. Hat der vielleicht noch mal irgendwie... Hat der vielleicht noch mal Nachwuchs, die auch so aussehen? Wieder nicht getestet. Leute, was ist denn... Nein, wir regen uns jetzt nicht auf. Es ist zu früh am Morgen. Okay, dann eben nicht. Ich werde es rausfinden. Ich werde rausfinden, was das für eine Farbe ist. Und ansonsten, ihr wisst ja, ne? Ihr schreibt es mir sonst einfach in die Kommentare. So, dann haben wir noch mal auch eine Stute hier. Von der Farbe her, das müsste ein Apfelschimmel sein mit Turbiano, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Oh, sogar mit Cream. Wo hast du das Cream? Okay. Ja, Turbiano. Auch eine sehr, sehr hübsche Farbe, wie ich finde. Auch hier mit den Deppels wieder sehr, sehr schick. Und wenn man sich hier auch so den Stammbaum anguckt, hübsch, hübsch, hübsch alles. Dann haben wir noch mal, irgendwie habe ich unbewusst nur Stuten rausgepickt, gerade fällt mir auf. Einfach eine Rapp-Stute. Ein Rappe, sehr, sehr hübsche Maus. Ja, auch wieder bunte Mischung. Das müsste ein Winterrappe sein, wenn ich mich jetzt nicht irre von der Fellfarbe her. Ja, auch ein sehr, sehr hübsches Tier. Von der Farbe her sehr, sehr schön schattiert und alles. Also hier auch, gefällt mir richtig gut. Auch hier nochmal ein ganz kleines bisschen Braun mit dabei. Doch wirklich sehr, sehr schön gelungen. Dann haben wir nochmal einen Hengst. Das ist jetzt, ich hätte jetzt gesagt, es ist eine Sooty-Farbe, aber ich habe irgendwie mitbekommen von Dani, dass sie das Sooty rausgenommen haben, dass das jetzt Liver ist oder so. Ich, I don't know, ich habe jetzt die News nicht durchgelesen. Aber wie gesagt, das ist halt, ja, müsste auch Liver sein in dem Sinne mit Turbiano, auch hübscher Kerl. Ja, wirklich sehr, sehr hübsch gezeichnet. Dann nochmal ein Hengst mit der Variante Rappe mit Turbiano, auch sehr, sehr hübsch gezeichnet, wie ich finde. Gefällt mir richtig gut. Mir fällt gerade auf, hier haben sie auch wieder diesen kleinen... wie nennt man das? Ich habe es wieder vergessen, wie man das hier nennt. Das, ihr wisst aber, was ich meine. Dieses... das ist quasi... Wenn ihr es so haben wollt, der Überbleibsel von unserem Handgelenk, der Daumen. Wenn ihr es so haben wollt. Ich hoffe, es ergibt Sinn. Ich glaube, ihr wisst aber alle, was ich meine. Ja, dann haben wir noch eine Liver-Stute. Und ja, die hat auch eine hübsche Blässe, wirklich. Hier auch mit. Schick, schick, schick. Also wie gesagt, ich kann auch nicht großartig meckern. Mir gefallen die Oldenburger nach wie vor. Ich kann nichts Negatives sagen. Schweif schön gearbeitet, Mähne schön gearbeitet, sowohl bei Stute als auch Hengst, so wie bei dem Fohlen. Farbverläufe wieder richtig gut gemacht. Die Farbkombination, ich finde die mega. Ich finde die richtig hübsch, obwohl da ein Cream mit drin ist. Sehr, sehr hübsch. Hat der ein Set mit dabei? Nee. Das sieht aus, als hätte der ein Set mit dabei. Ist jetzt so die Frage. Ich meine, die hätten aber auch kein Set. Die Oldenburger. Ich glaube, die haben kein Silver. Müsste ich nachgucken. Habe ich jetzt auch nicht so auf dem Kopf. Auf dem Kopf, aus dem Kopf weiß ich das nicht. So rum. Ja. Dann nochmal eine Rapp-Stute mit, das könnte jetzt, nee, das ist Doppel-Turbiano. Haben die nur Turbiano oder auch Splash Bite 1? Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher. Ob die jetzt auch noch, nee, die haben verschiedene Varianten von dem Turbiano. Ne, das ist ja nochmal eine andere. Das ist ja auch hier Turbiano. Wer hatte denn noch mal die... Ach, die Trakehner sind es. Die Trakehner haben noch mal Splash White 1.
Okay, Problem gelöst. So, da haben wir nämlich auch nochmal ein Fohlen mit dabei. Eine, das müsste eine Buckskin-Stute sein. Von den Farben her, wenn ich das richtig farbtechnisch im Kopf habe. Auch wieder hier hübscher Stammbaum. Auch hier die Bay-Farben. Wunderhübsch gemacht. Verlauf. Ein Träumchen. Ja, hier haben wir dann nochmal eine Bay-Stute. Auch sehr, sehr hübsch. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir gefallen sie richtig gut. Hier auch nochmal. Was bist du? Das kann ich euch jetzt farbtechnisch nicht sagen, was das ist. Weil da Cream mit bei ist. Und ich weiß nicht, wie die Fell, also vom Fell her heißen, wenn es vom Grund her ein Bay ist mit Cream. Also ein Buckskin ist es nicht. Deswegen enthalte ich mich da jetzt erstmal. Aber auch sehr, sehr hübsch gezeichnet, muss ich sagen. Dann haben wir noch mal ein, das müsste jetzt aber Buckskin sein. Ja, das bin ich ziemlich sicher, dass es ein Buckskin ist. Sehr, sehr hübsche Dapples hat die mit dabei. Auch hier schön der Verlauf und ja, kann man nicht meckern. Dann haben wir noch eine normale Fuchsstute. Ich hatte schon gerade eben beim Raussuchen ein bisschen Panik, dass wir hier keine normalen Füchse mit dabei haben, sondern nur diese Liver, also Stuten oder Hengste. Nein, wir können uns beruhigen. Wir haben auch ganz normale Füchse, die einfach hell sind. Ich sehe gerade, dass sie sogar aus der Foundation kommt, die kleine. Okay, interessant. Hier haben wir nochmal, das müsste ein Cremello sein. Von der Farbe her, der müsste ein Doppel-Cream haben. Sieht man hier auch am blauen Auge. Auch sehr, sehr hübsch, der kleine. Dann haben wir hier nochmal eine normale Fuchs-Variante mit Tobiano. Und zu guter Letzt auch nochmal, ich glaube, das ist ein Buckskin mit Tobiano. Würde ich jetzt mal so kleinlaut behaupten, auch eine sehr, sehr hübsche Farbe, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieses Videos. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch Oldenburger geholt habt, wenn nicht, ob ihr welche schon im Stall hattet und ob sie euch jetzt nach dem Remake besser gefallen von den Farben her, wenn ihr schon welche hattet, Oldenburger. Ich weiß, Phoebe hat welche, ich glaube, Dani hat auch welche im Stall stehen. Ja, muss ich die mal fragen, wie die sich so ja, jetzt umgewöhnt haben. Ansonsten kann ich zu meiner Seite ja nur sagen, ein sehr, sehr schönes Update für die Oldenburger. Ich hoffe, dass die anderen Rassen, die ja auch ein Remake bekommen sollen, dass die genauso hübsch werden, dass die genauso toll überarbeitet werden. Und ich würde sagen, links und rechts findest du zwei weitere Videos von mir. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.